Oh, 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 oh. Nicht gucken, Joel. Laufen, 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 laufen. Scheiße. Oh, oh, Suchscheinwerfer. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Okay. Lauf. Entschuldigung. Bleib von dem Licht weg. Ellie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Klar. Ja. Schnell in die Goalalalaisation. Hallo, hallo, hallo. Ich seh sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nichts sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Geht er wieder weg oder muss ich den jetzt umballern? Ah. Ich glaube, wir kommen so an dem vorbei. Hier. Und wie ist da vorne? So weit, so gut. Okay. Hier hakelt's auch wieder ein bisschen. Kann ich aber auch verstehen, hier ist halt. Wir können welche hören. Mit Regen viel los. Ach, da drüben. Nee, doch nicht. Die ganze Zeit den Backstein hier auch in der Hand hält. So, alle da? Hier können wir durch. Ja, aber erstmal muss ich hier einen Kontrolinski machen. Weil da ist nämlich ganz wichtiges Klebeband. Okay, ganz wichtiges Klebeband gelootet. Jetzt können wir weiter. Komm, Ellie. Geh hier durch. Okay. Oha. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Ja. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind so viele, Tess. Oh Mann. Versuch sie abzulenken. Okay.
da drüben. Und schnell mal den Kollegen hier abstechen. Wo war der andere? Ja, irgendwer sieht uns. Darf nicht so weit vom Mikro weggehen. Muss ich ein bisschen im Auge behalten. Okay, warte, wer sieht uns? Wer sieht uns? Der da hinten. Und der da. Okay. Schleiche! Schnapp sie! Schade. Aua, hallo. Chicky Bricky. Nicht aus den Augen verlieren! Hier ist der! Gebäude! Scheiße, okay, ich hab gerade geintert. Okay. Hinter dir! Ja, wir müssen jetzt irgendwen hoch. Also, dass ich noch nicht down bin, ne? Lass los! So, hast du mal einen Stuhl auf dem seinen Rücken zerdreschen? Yo. Also für meinen No-Death-Run habe ich gerade fucking Glück gehabt. Ja, die haben uns da vorhin eingekreist. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Nachdem ich den ersten Typen weggemessert habe. Ich habe zu lange gestayed. Den da oben, den können wir jetzt eigentlich auch ignorieren. Wir gehen einfach hier durch. Und sieht der uns nicht? Wir haben nur einen Schuss, mit dem holen wir den nicht. Den brauchen wir gar nicht anschießen. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Das wird so anders. Und ja, wir hatten da auch gerade eine Situation, wo Tess und Ellie denen genau vor der Nase rumgelaufen sind und die halt nicht gesehen haben. Das haben auch viele bemängelt, dass halt die Gefährten hier manchmal ins Sichtfeld der Gegner laufen und man nicht entdeckt wird. Aber ganz ehrlich, das ist zwar ein bisschen unrealistisch. Mal sehen, wo es hinführt. Aber stellt euch mal vor, die KI läuft mal verwirrt herum, weil es halt ja eine KI ist. Und läuft halt ins Sichtfeld der Gegner und dann wird man entdeckt. Und dann würdet ihr euch halt auch nur abfacken. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Weil ihr dann entdeckt werdet und gar nichts dafür könnt. Es regnet hier nicht. Wie sieht's aus? Ah ja, das gab's ja auch noch, dieses Feature. Da musste man ja damals den Controller schütteln. Jetzt muss man Y drücken. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind immer noch nicht gestorben. Mist. Noch mehr Soldaten. Die Taschenlampe aus. Verfolgung abbrechen und sexuell Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Okay, können wir. Mal wieder Licht anmachen. Alles klar. Na los, nimm mit. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss.
Nö, aber wir haben 3 Schuss bekommen. Oh. Ich hab nichts gesagt. Hier Waffenteile. Ganz richtig und wichtig. Ansonsten nur Bullshit. Können wir mal ins Crafting-Inventar schauen. Das macht man nämlich mit Tab auf. Und dann können wir uns hier ein Messer fertigen. Ey, ich kann gerade immer noch nicht glauben, wie viel Glück, das ich gerade hatte, dass ich nicht gestorben bin. Aber ich habe es gerade ein bisschen gemerkt mit der Steuerung. Ich wollte halt auf den einen Typen wollte ich halt lossprinten und dann habe ich gemerkt, okay, das hier ist ja nicht Call of Duty. Das muss man immer berücksichtigen. Was ist das hier eigentlich? Ach so, infizierten Status. Stadium 1 Runner, Stadium 2 Stalker, Stadium 3 Klicker, Stadium 4 der ganz große Otto. Karte der Quarantänezone Boston. Ja. Uns hier alles angucken. Okay, habe ich jetzt ein Messer gemacht? Ja, habe ich. Okay, Messer haben wir gemacht, Mädels. Dann können wir wieder weiterziehen. Oh, ganz kurz das Mikro nochmal neu ausrichten. Ich darf nicht vom Mikro weggehen. Ich muss mir das echt angewöhnen. Aber die Frage ist, geht's jetzt hier weiter? Des, hier lang, durch das Rohr. Offenbar ja. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Okay, Mädels sind da. Und wir machen uns wieder die Füße nass. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Und da wurde Joel gerade einfach so im Regen stehen gelassen. Ja, hier an der Stelle hakelt es jetzt wieder ein bisschen. Aber die Szenerie hier, die hat mich damals auf der PS3 ja schon beeindruckt. Und jetzt, 10 Jahre später, beeindruckt es mich eigentlich nochmal. Meine Güte. Weil das sieht schon geil aus. So sehen die Häuser also vom Nahen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist.
Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Hui, Schrauben. Okay, ja, ich glaube, für die nächste Aufnahme werde ich DLSS anschmeißen. Weil einen großen Unterschied gibt's nicht. Und wenn dadurch die Framerate ein bisschen stabiler wird. Mann, ist ganz schön tief. Dann. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja, die Natur hat sich alles zurückgeholt, ne? Also, ich hab gedacht, da gibt's was zum Aufsammeln. Hier drüben. The Goldstone Building. So, das ist, weil ich. Weil, wenn ich hier rausgehe, mache ich immer rechte Maustaste und da. Will er mal anvisieren. Ja, dann gehen wir mal da rein ins Goldstone Building. Hey Tess! Komme! Anfangs habe ich mich gefragt, so, hä? Warum kann ich mir den Text einblenden lassen, wenn es doch klar und deutlich draufsteht? Und dann ist mir eingefallen, das ist wahrscheinlich für andere Sprachen, weil das steht ja da in Englisch und wenn jetzt halt jemand auf, keine Ahnung, Japanisch zum Beispiel, also jetzt jemand, also ein Japaner, wenn das Spiel spielt, dann kann der ja unsere Buchstaben nicht lesen, weil die ja eine ganz eigene, die haben ja ganz eigene Zeichen und so. Eine Sekunde, erstmal hier gucken. Da liegt schon mal ein Toter, das ist sehr schön. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Höchstwahrscheinlich ist das für uns schlecht. Halt! Da ist ein ganz wichtiger Schubber mit nichts drin. Okay, alles klar. Ich hoffe, das Spiel fängt sich jetzt gleich wieder. Mit seiner Hakelei. Echt krass, wie man das so beim Umschauen spürt, wenn es hakelt. Noch einer. Mist. So, was haben wir denn da? Aha, aha, negativer Kontakt. Scheiß negativer Kontakt. Mehrere infizierten Kontakte. Ja, okay. Oh, hallo Ellie. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Erst kamerascheu und jetzt halt einfach mal in den Vordergrund drängen, oder was? Warum gehen sie jetzt wieder runter? Geht's hier oben nicht weiter, oder was? Verdammt, Klicker! Oh Mann! Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Ja, und da braucht er jetzt keine Gasmaske, obwohl da das Zeug runterbröselt. Mhm. Okay. Aber ich glaube, ich muss gleich mal die Aufnahme unterbrechen und doch DLSS anschmeißen. Das hakelt mir hier gerade doch ein bisschen zu arg. Oh. Schere und Klebeband. Beim letzten Mal war das aber nicht so arg.
Oder hatte ich keine Aufnahme am Laufen, die noch zusätzlich ein bisschen Leistung zieht? Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen.